Ich, Paul, nehme dich, Sue. Ich, Paul, nehme dich, Sue. Zu meiner Frau. Zu meiner Frau. Ich, Sue, nehme dich, Paul, und verspreche vor Gott und diesen Zeugen, vor Gott und diesen Zeugen, dich zu lieben und zu ehren. Dich zu lieben und zu ehren. Jetzt darfst du deine Frau küssen. Eine Hochzeit mitten in der Pandemie. Nur die engste Familie ist da. Paul, der Vater meiner amerikanischen Frau Jiff, heiratet seine Sue. Jiff und ich hatten aus Deutschland die längste Anreise, trotz Corona und mitten in der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA. Meine Frau ist glühende Demokratin. Paul, ein überzeugter Trump-Wähler. Schön, dass Sie ihn verheiratet haben, solange Trump noch Präsident ist. Wird ja nicht mehr lange sein. Wer weiß. Keine Politik an meinem Hochzeitstag. Nein, nein, das war's für heute. Ausnahmsweise für heute nur Harmonie. Ansonsten verläuft die ganze Zerrissenheit Amerikas mitten durch meine Familie. Woher kommt diese Spaltung? Was treibt die USA so auseinander? Paul und Sue leben in Charlotte, North Carolina. Der Südstaat ist einer jener umkämpften Bundesstaaten, auf denen es bei der Wahl ankommt. Nicht umsonst haben die Republikaner Ende August ihren Nominierungsparteitag hier stattfinden lassen, wenn auch nur in der wegen Corona abgespeckten virtuellen Form. Donald Trump wurde hier einstimmig zum offiziellen Kandidaten gekürt. Wenn ihr sie wirklich in den Wahnsinn treiben wollt, ruft 12 weitere Jahre. Wir müssen gewinnen. Das ist die wichtigste Wahl in der US-Geschichte. Unser Land könnte sich in eine schreckliche Richtung entwickeln oder in eine noch viel bessere. Bevor diese Plage aus China zu uns kam, haben wir uns so großartig entwickelt wie niemals zuvor. Die erfolgreichste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes. Mit seinem Präsidenten teilt mein Schwiegervater eine Leidenschaft: Golf spielen. Mir hat er schon so manch guten Tipp gegeben. Früher war der ehemalige Immobilienmakler mehrmals die Woche auf dem Platz, oft mit Kunden. All right. Paul ist 74 und so ein typischer Trump-Wähler. Älterer weißer Mann, wohlhabend, gläubig, konservativ. Es heißt, wenn man Präsident Trump verstehen will, muss man mit ihm golfen gehen. Stimmt das? Ich denke, er schreibt sich 4 Schläge auf, wenn es eigentlich 6 waren. Also betrügt er ein wenig? So sagt man. Dieser Präsident ist auf so vielen Ebenen anders als alle davor. Naja, es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Viele Republikaner, viele, die ihn gewählt haben. Aber ich wähle die Partei und deren Politik. Ich sollte seine Persönlichkeit eigentlich nicht ignorieren, aber ich tue das. Keiner ist perfekt. Ich mag seinen Charakter nicht. Ich mag nicht, was er sagt. Ich mag nicht, wie er Leute kritisiert. Aber ich mag, was er tut. Was denkst du, wie der Präsident bisher die Pandemie gemanagt hat? Das hätte er besser machen können. Die Situation ist aber für uns alle neu. Wir mussten uns auf Wissenschaftler verlassen. Die wussten aber auch nicht, womit sie es zu tun hatten. Trump kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Wenn er auf die Toilette geht, kritisiert man ihn, dass er das falsche Klopapier benutzt. Er könnte morgen ein Heilmittel gegen Krebs entwickeln und die Leute würden ihm vorwerfen, warum erst jetzt? Er kann einfach nicht gewinnen. Paul
Pauls Heimatstadt North Carolina, der mal so entscheidet, hat Trump 2016 gewonnen. Dafür brauchte er gar nicht zu schummeln. Mein Schwiegervater war ein Hauptsache-nicht-Hillary-Clinton-Wähler. Bereut hat er seine Wahl nie. Trump habe geliefert. Für meine Frau Jiff dagegen haben 4 Jahre Trump dem Land massiv geschadet. Wir versuchen einmal im Jahr, die Familie in den USA zu besuchen. Seit Corona sind wir zum ersten Mal wieder da. Jiff hat hier in North Carolina studiert. Typisches Southern Breakfast erinnert Jiff an eine Zeit, als sie mit ihrem Vater noch nicht so unüberbrückbar auseinanderlag. Dass dein Vater für Trump wählt, ja. Wie kommst du damit klar? Ja klar, ich finde es enttäuschend. Und ja klar, finde, dass er die falsche Meinung hat. Und ich finde, dass er ein bisschen brainwashed geworden, besonders in der letzten Zeit. Und ich versuche, mit ihm zu überreden, sodass er das vielleicht anders sieht. Und in der letzten Zeit ist es auf jeden Fall mehr so, dass er hat schon, wir haben nur 5 Minuten manchmal gesprochen über Telefon. Und er hat gesagt, weißt du was, ich muss los. Und das war's. Aber wir haben dann mindestens, das war ein bisschen so Self-Preservation. Also wir mussten dann sagen. Selbstschutz. Genau. Weil sonst, ich sage irgendwas, das ich nicht sagen will, weil ich kann das nicht zurückhalten. Jiff sieht ihren Vater nicht oft. Wenn sie aber aufeinandertreffen, dauert es nicht lang und es wird politisch und knallt. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ingo, was trinkst du? Ich nehme einen Old Fashioned. Das ist doch der offizielle Drink von Wisconsin. Ist es. Paul kommt ursprünglich aus Wisconsin. Er habe durchaus auch mal demokratisch gewählt, sagt er, aber das ist lange her. Trump hat mehr in 47 Monaten erreicht als Biden in 47 Jahren. Hoffentlich wird er nicht viel länger als 47 Monate im Amt sein. Ich finde es gut, was er gemacht hat. Und deshalb wähle ich die Partei, nicht ihn. Ja, aber die Republikaner sind Trumps Partei geworden. Es ist nicht mehr die Partei, die du früher gewählt hast. Die Demokraten sind auch nicht Bidens Partei. Die rücken nach links, haben aber nicht so eine Schieflage wie die anderen und sind nicht zur Partei einer Kultfigur geworden. Die Republikaner sind total auf Trump fixiert. Die stehen nicht mehr für das, an das du immer geglaubt hast. Trump geht es nur um sein Ego und sein Vermächtnis. Und wenn davon ein paar Amerikaner profitieren? Ein paar Amerikaner? Ein paar. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken wie nie. Bei den Latinos, den Schwarzen, weißen Frauen. Und das hat mit seiner Politik zu tun? Natürlich hat es das. Er hat die Steuern für viele gesenkt und deshalb können sie jetzt mehr Leute beschäftigen. Aber wie viel davon verdienen nur Mindestlohn und können wirklich davon leben? Und Leute wie Trump bezahlen nur $750 Steuern im Jahr? Das zum Thema Steuersenkungen. Das glaubst du? Klar, warum soll ich nicht? Weil es falsch ist. Warum glaubst du das nicht? Ich komme aus der Immobilienbranche. Viel von seinem Geld steckt in Immobilien. Er ist vielleicht nicht liquide. Ich bin nicht liquide. Ich besitze aber 3 Immobilien. Diese Wahl ist besonders. Das ist vermutlich die wichtigste Wahl in meinem Leben. Warum denkst du das? Ich bin überzeugt, wenn Biden gewinnt, wird er maximal 6 bis 12 Monate im Amt bleiben. Und dann übernehmen die radikalen Linken mit ihren Ideen und so. Dann haben wir Riesenprobleme. Was für Probleme? Die Wirtschaft wird den Bach runtergehen. Der ging es doch gut, auch unter Obama. Ich glaube einfach, dass die Wahl extrem wichtig ist. Was denkst du, Jeff? Ja, wir sind an einem Wendepunkt. Wenn Trump wiedergewählt wird, wird das weitreichende Konsequenzen haben.
Wenn die Demokraten gewinnen, wird dieses Land nie mehr dasselbe sein. Und ich denke, wenn Trump gewinnt, wird dieses Land nie mehr dasselbe sein. Immerhin reden die beiden noch miteinander. Das geht in vielen amerikanischen Familien gar nicht mehr. Ich versuche meist ein bisschen als Puffer zwischen den beiden zu agieren, bevor es allzu stark eskaliert. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ich habe mir nicht die letzten 45 Jahre 60 Stunden die Woche den Hintern abgearbeitet, damit jetzt illegale Einwanderer Zugang zu Schulen und Ärzten umsonst bekommen. Aber was nehmen Sie dir weg? Viele Amerikaner könnten das Geld gebrauchen. Aber sie nehmen dir nichts weg und anderen Amerikanern auch nicht. Doch. Du hast recht, das System ist kaputt und wir müssen das ändern. Niemand sollte illegal hier leben müssen. Das ist eine schreckliche Art zu existieren und es muss eine Lösung dafür geben. Aber wir sind doch ein Einwanderungsland. Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen. Klar, mit Regeln und Gesetzen, die man einhalten muss. Sonst braucht man keine Gesetze. Ich kann viele von Pauls Standpunkten nicht nachvollziehen. Aber ich sehe, dass es Gründe gibt, warum Menschen wie mein Schwiegervater für Trump stimmen. Machen wir es uns in Deutschland manchmal zu einfach beim Blick auf Trump-Wählerinnen und Wähler? Ich begrüße Sie zur ersten der Präsidentschaftsdebatten 2020 zwischen Präsident Donald Trump und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Das Make America Great Again Basecap darf an so einem Abend natürlich nicht fehlen. Die Frage beantworte ich nicht. Warum nicht? Die Frage ist... Die radikale Linke. Die Frage ist... Wer ist auf deiner Liste? Halt doch die Klappe, Mann. Oh mein Gott, das ist lächerlich. Schnell läuft diese lang erwartete erste Debatte aus dem Ruder. Das ist des Amtes so unwürdig. Der Part ist beendet und wir gehen weiter zum zweiten Teil. Viele Leute sind gestorben und es werden noch viel mehr sterben, wenn er nicht klüger und schneller handelt. Hast du gesagt klug? Du hast an der Delaware State Uni studiert, sagst du. Aber du hast den Namen deines Colleges vergessen und hast einen schlechten Abschluss gemacht. Fast den schlechtesten in deinem Jahrgang. Rede mit mir nicht über Klugheit. Mach mal halblang. Weißt du was, Joe? An dir ist nichts Kluges. Ach komm, das ist doch absurd. Einen Moment. Sie haben das letzte Wort. Bei diesem Clown kommt man ja nicht zu Wort. Warum hat dein Sohn 3,5 Millionen aus Moskau bekommen? Das stimmt einfach nicht. Trump, sei still. Selbst Paul ist das zu viel. Gentlemen, wir sind am Ende der Debatte. Trump, halt die Klappe. Das wird fortgesetzt in weiteren Debatten. In dieser ersten Debatte haben beide Kandidaten keine gute Figur gemacht. Und das sollen die einzigen Optionen für das höchste Amt der USA sein? Ich habe in Amerika studiert, meine Frau kennengelernt und war hier 3 Jahre Korrespondent. Und doch ist vieles fremd geworden. Ich verlasse North Carolina und mache mich auf den Weg Richtung Mittlerer Westen. Jeff ist im US-Bundesstaat Wisconsin in Green Bay aufgewachsen. Die Stadt ist bekannt für ihr American Football Team, die Green Bay Packers. Jeffs Großvater war in den 60er Jahren Vizepräsident des Clubs. Das erste Heimspiel der Saison, ein Geisterspiel. Wegen Corona sind die Tribünen gesperrt. Aber Football ist in Green Bay Religion. Corona hin, Covid her. Ich treffe Carla. Sie ist Jeffs älteste Jugendfreundin seit gemeinsamen Grundschultagen in Green Bay. Mittlerweile kennen wir uns auch schon ewig. Ihr Neffe Dante hat sich mit ein paar Freunden verabredet, um das Spiel gegen den Rivalen Detroit Lions zu gucken. Wer in dieser Runde wie wählen wird, spielt heute keine Rolle. Aber auch bei Carla geht der politische Riss
mitten durch die eigene Familie. Wie lebt es sich in einer Familie, die zur einen Hälfte Trump wählt und zur anderen nicht? Das ist ein Balanceakt. Ich habe von Anfang an versucht, dass es meine familiären Beziehungen nicht ruiniert. Aber ich bin in einer konservativen Familie aufgewachsen. Und als ich für Hillary Clinton gestimmt habe, schickte mir mein Vater eine SMS mit den Worten: Schäm dich. Ich war fassungslos. Aber einige meiner 7 Geschwister haben auch nicht für Trump gestimmt. Und wir haben uns dann gegenseitig unterstützt. Ich versuche in der Familie nicht zu viel darüber zu reden. Mein Vater droht gern: Ich enterbe dich, wenn du liberal wählst. Und war das schon immer so oder ist es mit Trump schlimmer geworden? Es ist schlimmer geworden und es ist ein ständiges Thema. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber die kommende Wahl macht mich nervös. Wenn Trump gewinnt, wird es Anarchie geben. Wenn Biden gewinnt, wird es Anarchie geben. Ich habe Angst vor einer Art Bürgerkrieg. Das ist vielleicht paranoid, aber das bereitet mir die größte Sorge. Carlas Neffe Dante ist nicht ganz so pessimistisch, was aber auch an der mittlerweile komfortablen Führung der Packers liegen mag. Vor 4 Jahren war Dante Erstwähler und stimmte für Trump. Würdest du ihn im November wieder wählen? Ich werde wahrscheinlich für keinen der beiden stimmen. Wirklich? Aber wenn du nicht für Biden stimmst, dann... Glaub mir, ich weiß, was das heißt. Aber das zeigt nur, dass das Zwei-Parteien-System in den USA nicht funktioniert. Aber so ist es nun mal und du hast keine andere Wahl. Da hast du recht. Aber... ich mag Biden genauso wenig wie Trump. Du stimmst also nicht für Biden, aber vielleicht für Trump? Nein, ich bin echt dazwischen. Mir gefällt überhaupt nicht, wie sich die Dinge in den letzten 4 Jahren entwickelt haben und wo wir gerade stehen. Ich wundere mich, dass man dann noch unentschlossen sein kann. Aber wichtig ist heute eh nur der Sieg der Packers. Die meisten seiner Freunde, schätzt Dante, stehen weiterhin im Trump-Lager. Es wird auch auf den mal so und mal so wählenden Staat Wisconsin ankommen, wer am 3. November die Wahl gewinnt. Ich fahre weiter gen Norden. Nach Mercer, einer kleinen 500-Seelen-Gemeinde, fast schon an der Grenze zu Kanada. Das hier ist tiefstes Trump-Wählerland. Hier leben zurückgezogen an einem der unzähligen Seen meine Schwiegermutter Lynn und ihr zweiter Mann Greg. Und Hund Cooper. Die beiden haben vor 10 Jahren ihren lang gehegten Wunsch erfüllt, ihren Lebensabend am Long Lake zu verbringen. Wir haben uns fast ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Mein Corona-Test war negativ. Die hier ist nur für die Umarmung. Wie geht's dir? Willkommen. Willkommen. Wir freuen uns so, dich zu sehen. Ich mich auch. Der ganze Wirbel des Wahlkampfs, die Politik im zerstrittenen Washington, die Unruhen, die Amerika dieses Jahr erschüttert haben, könnten hier ferner kaum sein. Durch die Corona-Pandemie ist es noch einsamer geworden. Sonst haben sie den ganzen Sommer über das Haus voller Gäste. Es war also ein etwas anderer Sommer? Der Sommer war hart für mich und Greg. Vor allem für mich, ein Auf und Ab, weil es so ruhig war. So ganz ohne Kinder und Enkelbesuch. Und ich vermisse sie. Klar, sie vermissen dich auch. Ich vermisse sie sehr. Wie lebt es sich hier oben im Trump-Land? It's irritating.
Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich ein Trump-Schild sehe. Jetzt weißt du, wen ich nicht wähle. Ich versuche manchmal, keine Nachrichten zu gucken, weil ich mich so reinsteigere. Und dann schreie ich den Fernseher an, wenn ich was sehe, womit ich nicht einverstanden bin. Trump macht so ein Thema aus der Briefwahl und dass die Wahl dadurch manipuliert wird. Das versucht er. Er hat nur Angst, dass er die Wahl verliert. Deshalb macht er alles schlecht, was vielleicht dazu beitragen kann. Er wird behaupten, dass wir betrogen haben und dass es manipuliert ist. Die Briefwahl ist nur ein Argument, damit er am Ende sagen kann, das war Betrug. Ich verlasse das Weiße Haus nicht. Ist das auch der Grund, warum du deine Stimme lieber persönlich abgeben wirst? Ich will durch die Tür des Wahllokals gehen und sehen, wie der Computer anzeigt, meine Stimme ist gezählt. Lynn ist 72 Jahre alt. Und wie Ex-Mann Paul war auch sie Maklerin. Aber für sie ist die Vorstellung von weiteren 4 Jahren Trump unerträglich. Ich bin so frustriert. I could cry. Really. Ich könnte heulen. Er ist so eine schreckliche Person. Warum versteht das dieses Land nicht? Weil Greg 20 Jahre lang Footballtrainer in der NFL war, unter anderem bei den Green Bay Packers und den Washington Redskins, nennen ihn alle nur Coach. Er hat es als Schwarzer anfangs nicht leicht gehabt in der Liga, aber Coach hat sich durchgebissen. Seine Leidenschaft ist seit Jahren das Jagen. Früher oft zusammen mit seinem Nachbarn Leo. Regelmäßig saßen sie hier auf ein Bier zusammen. Jetzt reden die beiden nicht mehr miteinander. Und das hat auch mit Trump zu tun. Ich sehe, das ist so polarisiert, dass daran Freundschaften zerbrechen. Weißt du was? Man hat gar keine Lust mehr, mit jemandem ein Bier zu trinken, wenn der nur noch darüber redet, wie großartig Trump ist. Ich habe ihm ein paar ernste Fragen gestellt. Seine Antworten haben mich völlig umgehauen. Dann bleibe ich lieber alleine, als meine Zeit mit jemandem zu verbringen, den ich nicht respektiere. Und mir fehlt der Respekt, wenn jemand sich nicht mal bemüht um Fakten. Siehst du darin auch das Problem mit Trump, dass alles mehrdeutig wird? Fakten sind ihm nicht wichtig. Wie gefährlich oder ernst ist es für die Demokratie, wenn das Staatsoberhaupt so eine zwiespältige Beziehung zu Fakten hat? Ich habe große Angst. Zum einen, wo wir stehen, und zum anderen, wo es hingeht. Wenn Trump wiedergewählt wird, wird ihn das nur ermächtigen. Es ist eine beängstigende Zeit. Die Demokratie ist sehr zerbrechlich. Das ist den Leuten nicht klar, weil sie immer da war und sie denken, sie wird immer da sein. Aber wenn man Demokratie nicht beschützt, dann geht sie kaputt. Es wird ruiniert. Es wird gebrochen. Das leckerste Beef Tenderloin, das ich kenne, macht meine Schwiegermutter. Nicht umsonst behauptet Coach immer, hier sei die beste Küche von ganz Nord-Wisconsin. In Deutschland erwarten alle, dass Biden gewinnt, weil sich bei uns niemand vorstellen kann, dass Amerika Trump wiederwählt. Genau. Manchmal denke ich genauso. Aber ich habe den Wählern auch beim letzten Mal vertraut, Trump nicht zu wählen. Aber viele haben gar nicht gewählt. Je weniger wählen, umso besser sind seine Chancen zu gewinnen. Ich denke, Trump wird gewinnen. Weil Biden nicht aggressiv genug ist? Genau, weil Biden nicht aggressiv genug ist. Ich rufe euch auf jeden Fall am Wahlabend an. Mach das. Du kannst anrufen. Oder am Tag danach. Ja, ruf mich an, sobald es wirklich entschieden ist.
Ich werde betrunken sein. Wenn wir gewinnen vor Freude, wenn wir verlieren, bin ich so deprimiert, dann betrinke ich mich richtig. Einmal die Woche, solange die Seen noch nicht zugefroren sind, trifft sich Lynn mit Freundinnen zum Kajaken. Alice ist glühende Trump-Anhängerin. Sie ist in der Gruppe eine der ältesten Freundinnen von Lynn. Ich mag keinen Sozialismus. Was meinen Sie damit? Ich will nicht alles mit meinen Nachbarn teilen. Darum geht's im Wesentlichen. Sie haben Angst, dass es in den USA nach einem Sieg von Biden einen sozialistischen Schub gibt? In jedem Fall, ja. Und ich bin sicher, wenn Biden gewinnt, hält er keine 4 Jahre durch. Dann bekommen wir Kamala Harris. Das wär's. Die steht so weit links, wie es nur geht. Und deshalb wählen Sie Trump? In jedem Fall wähle ich Trump. Ich mag Menschen, die ein Ego haben. Er lügt dauernd. Ach, das tun sie doch alle. Egal auf welcher Seite, da gibt's überall Lügner. Du siehst das von einer völlig anderen Perspektive als ich. Das ist deine Meinung und jeder in Amerika hat seine eigene. Hat seine eigene Meinung. Normalerweise reden wir nicht über Politik. Das behält jeder lieber für sich, weil jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Wenn man mit Politik anfängt, ist am Ende immer einer sauer. Ich will deine Freundin bleiben. Das ist mir wichtiger. Vielleicht besser so, um nicht zu vereinsamen. Es gibt in dieser dünn besiedelten Gegend schließlich nicht allzu viel Auswahl an sozialen Kontakten. Als passionierter Jäger war Coach jahrelang Mitglied der mächtigen Waffenlobby NRA. Doch weil die sich weigert, aktiver gegen den privaten Besitz von Kriegsgerät wie Maschinengewehren einzutreten, trat er schließlich aus. Die Waffenproblematik mit all ihren Tragödien ist einer dieser Widersprüche der USA, die ich nie verstehen werde. Doch Coach nimmt mich zu etwas mit, was man in Deutschland nicht so leicht machen kann. Einfach auf die nächstbeste Lichtung fahren und Tontauben schießen. Pull. Und ich muss gestehen, eine gewisse Faszination übt die Schrotflinte auf mich aus. Yeah! 1A Schuss, Ingo. Das war mein einer Glückstreffer für heute. Das war gut. Du hast die Rassentrennung in New Orleans und Louisiana noch selbst erlebt. Ist der Rassismus unter Trump schlimmer geworden? Explodiert. Wie eine Atombombe. Wegen seiner Rhetorik. Charlottesville war ein großes Ding. Als da Leute mit Nazi-Flaggen und Fackeln aufmarschiert sind. Und wenn der Präsident sagt, da waren gute Leute auf beiden Seiten, dann heißt das nichts anderes als, macht ruhig weiter so, ich stehe hinter euch. Das Weiße Haus steht hinter euch. Wir haben einen riesigen Schritt rückwärts gemacht und es wird lange dauern, wieder dahin zu kommen, wo wir vor 8 oder 10 Jahren waren. Es gibt hierzulande viele großartige weiße Amerikaner voller Mitgefühl. Aber es gibt einen großen Teil, der das eben nicht hat. Sie wollen ihre weißen Privilegien nicht aufgeben. Sie haben Angst, dass unser Land in den nächsten 20 bis 30 Jahren weniger weiß wird. Deshalb sind sie gegen Einwanderer. Ich habe mich gefragt, wie sich das Thema Polizeigewalt auf den Rassismus auswirkt. Wie siehst du das, was in Kenosha passiert ist etwa? Also, was in Kenosha passiert ist, passiert im ganzen Land dauernd. Als meine Jungs aufgewachsen sind oder als ich ein Teenager war, haben meine Eltern mir beigebracht, wie ich mit der Polizei umgehen soll. Steig etwa niemals in ein Polizeiauto, wenn du nichts getan hast.
Als wir in eine überwiegend weiße Gegend gezogen waren, kam ich einmal von einer Verabredung nach Hause und die Polizei hielt mich an. Was machst du hier? Ich wohne hier, habe ich gesagt. Steig ins Auto, verlangten sie dann. Da habe ich an die nächstbeste Haustür geklopft. Mein Name ist Greg Blash. Ich wohne 339 Congress Street. Rufen Sie meine Mutter an. Sie wollen mich in Streifenwagen 55 mitnehmen. Und die Polizisten sagten, du denkst wohl, du bist besonders schlau. Der große Unterschied zu früher, so Coach, weil jeder mittlerweile ein Handy hat, werden Polizeigewalt und Rassismus einfach sichtbarer. Bilder und Videos kursieren schnell im Internet. So wie bei dem Vorfall, der sich im August an dieser Stelle in Kenosha im Süden von Wisconsin ereignete. Als der Familienvater Jacob Blake sich den Anweisungen der Polizei widersetzt, wird er von einem Beamten vor den Augen seiner Kinder, die im Auto sitzen, 7-mal in den Rücken geschossen. Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht. Warum blieb Blake nicht stehen? Warum schoss der Beamte? Das erschütternde Handyvideo geht um die Welt. Blake überlebt schwer verletzt, querschnittsgelähmt. Wie schon nach dem Tod von George Floyd Ende Mai, kommt es landesweit zu tagelangen Protesten. Die zunächst friedlichen Demos eskalieren. Es kommt zu Ausschreitungen, Plünderungen. Dann erscheinen bewaffnete Bürgerwehrgruppen, die sich gegen die Protestierenden stellen. Darunter ein 17-Jähriger. Mutmaßlich erschießt er zwei Menschen und verletzt einen weiteren schwer. Erst als nach 3 Tagen die Nationalgarde einmarschiert, kehrt Ruhe ein. Die abgefackelten Wracks eines Autohändlers stehen noch in der Innenstadt der Kleinstadt nördlich von Chicago. Die meisten Schaufenster sind nach wie vor verbarrikadiert. Sie haben Angst, der Abschluss der Untersuchungen könnte, je nach Ergebnis, zu neuen Unruhen führen. Im Zentrum liegt auch der Einrichtungsladen einer alten Highschool-Freundin meiner Frau. Kimberly ist zur Sprecherin der betroffenen Ladenbesitzer geworden. Ihr eigenes Geschäft blieb relativ unzerstört. Über die Überwachungskameras verfolgte sie, wie Plünderer vergeblich versuchten, die Tür aufzubrechen. Das muss beängstigend gewesen sein, aber auch unwirklich. Oh ja, das war, als ob ich mir einen Film ansehe. So einen schrecklichen Kriegsfilm. Das war so heftig und emotional. In der ersten Nacht gab es noch nicht so viel Zerstörung. Es wurde danach schlimmer. Aber die ganze Zerstörung zu sehen, zerbrochene Fenster, Schaufensterpuppen ohne Kleider und bis auf den letzten Kleiderbügel alles geklaut. Und dann aber die Gemeinschaft zu erleben. Leute, die anderen geholfen haben, die nicht mehr weiter wussten. Einer, der nicht lange auf sich warten ließ, war kein geringerer als Präsident Trump. Er kam nach den Ausschreitungen persönlich nach Kenosha und nutzte die Kulisse der zerstörten Geschäfte, um seine Botschaft von Recht und Ordnung zu untermauern. Ohne Jacob Blake zu erwähnen. Dabei traf er einige der lokalen Kleinunternehmer, auch Kimberly. Sie schaffte es dank dieses Fototermins mit dem Präsidenten sogar auf die Titelseite des Wall Street Journals. Vorbeigefahren ist Kimberly an den Autowracks schon oft, selbst durchgelaufen bisher noch nicht. Wenn man sich das so ansieht. Das hier gehörte doch jemandem. Ich verstehe, dass Kimberly schockiert ist über das, was in Kenosha passiert ist. Gleichzeitig überlagern die furchtbaren Gewaltexzesse das ursprüngliche Problem und den Auslöser. Kimberly gehört genau zu der Zielgruppe, die Trump mit seiner Law-and-Order-Botschaft ansprechen will. Du wirst also Trump wählen? Werde ich, ja.
Ich vertraue seiner Führung. Und gerade im Moment möchte ich einfach keine Angst mehr haben müssen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die demokratische Seite die nötige Stärke hat, um das Land gerade in diesen unruhigen Zeiten zu führen. Und dann die Steuersenkungen. Das spielt alles in meine Entscheidung rein als Geschäftsfrau. Angesichts meiner zwei Wahlmöglichkeiten fühle ich mich damit am wohlsten und sichersten. Gerade in der aktuellen Stimmungslage. Wenn so etwas hier passieren kann, kann es das überall. Ich will weiter nach Washington, D.C. Auf dem Weg in die amerikanische Hauptstadt erlebe ich im ländlichen Raum die Begeisterung für Trump, die sich viele in Deutschland nicht vorstellen können. Und in Youngstown, Pennsylvania, gibt es sogar eine Art Pilgerstätte für Trump-Fans. Trump 2020. Guten Morgen. Mehr als 8 Millionen Corona-Fälle in den USA. Das Aktuellste dazu hier bei Morning Edition von NPR News. Ich bin Rachel Martin. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Außerdem bekommen Sie alles, was Sie wissen müssen zur Wahl. Hintergründe und Analysen, die Sie woanders vermissen. Ich kenne Rachel schon seit fast 20 Jahren. Sie ist eine der besten Freundinnen meiner Frau und Patentante unserer ältesten Tochter. Wir haben schon oft mit den Kindern zusammen Urlaub verbracht. Hey Jungs! Hey Wyatt! Ich mag deinen Look. Hey Jed! Rachel ist Moderatorin von Morning Edition, der zentralen Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Radiosenders NPR. Und wo ist nun dein Studio? Studio? Folge mir. Gezaubert wird von hier aus. Das ist ein niedliches Gästezimmer, aber... Das ist unser Gästezimmer und jetzt verwandelt in das Studio der Morning Edition. Das ist alles. Das ist alles. Verrückt. Seit einem halben Jahr sendest du von hier aus. Ja, seit März bin ich nicht im Sender gewesen. Und das geht dann live raus an die ganze Nation von hier aus. Durchs ganze Land. Zig Millionen Menschen in ganz Amerika hören jeden Tag die Sendung. Direkt von hier. Verrückt. Ich habe den Eindruck, dass wir als Journalisten manchmal nur verlieren können. Wenn etwa Populisten wie Donald Trump etwas Ungeheuerliches behaupten, dann muss man jedes Mal entscheiden, greift man das auf oder nicht. Wir übertragen die Pressekonferenzen des Präsidenten schon lange nicht mehr live. Wir berichten darüber nur noch mit einer journalistischen Einordnung. Vor allem die Übertragung der täglichen Corona-Briefings des Präsidenten mussten wir stoppen. Da gab es zu viele gefährliche Fehlinformationen. Das ist schon seltsam, wenn man aus solchen Gründen entscheiden muss, die Pressekonferenzen des Präsidenten nicht mehr zu übertragen. Wir haben mit Trump-Anhängern gesprochen, die sagen, er lügt nicht. Oder es lügt doch jeder Politiker. So entzieht man sich ja jeglicher Verantwortung. Wie kannst du deinen Job machen, wenn der Präsident ständig versucht, Journalisten zu diskreditieren und es scheint zu funktionieren? Die Medien sind kaputt und tragen zur Spaltung bei. Weil Meinungsjournalismus stark zunimmt und den unabhängigen, faktenbasierten Journalismus übertönt. Aber das ist auf beiden Seiten so. Auf beiden Seiten. Da ist Fox News, oft als Megafon für die Agenda des Präsidenten. Und auch auf der Linken gibt es immer mehr private Nachrichtensender, die mit ihrer Meinungsmache der Rechten was entgegenhalten wollen. Das wiederum bestätigt nur noch mehr diejenigen, die überzeugt sind, dass die Medien zu sehr nach links gerückt sind. Wir können den Menschen nicht vorschreiben, was sie denken sollen. Wir können nur die Fakten präsentieren. Jeder einzelne Wähler muss entscheiden, ob die Wahrheit zählt.
Und das ist so frustrierend. Du kannst die Fakten präsentieren und die Leute entscheiden sich, dir nicht zu glauben. Rachel ist eine der Top-Journalistinnen des Landes. Dass der Präsident die Medien als Feinde des Volkes tituliert hat, war eine Zäsur für sie. Genauso wie Trumps Versuche, schon vorab Zweifel am Wahlausgang im Falle seiner Niederlage zu sehen. Was kommt auf das Land noch zu? Droht da eine Verfassungskrise oder eine Krise der Demokratie? Amerikas Demokratie basiert auf dem Vertrauen in unser Wahlsystem. Und sobald das schwindet, wird das ganze System sehr zerbrechlich. Bis jetzt haben die amerikanischen Institutionen standgehalten, obwohl der Präsident sie auf noch nie dagewesene Art und Weise unter Druck gesetzt hat. Aber wir wissen nicht, was passieren wird. Jeder, der das Gegenteil behauptet, macht sich was vor. Wir bewegen uns derzeit auf völlig neuem Terrain. Und wir müssen es jetzt erstmal vom Wahltag bis zur Amtseinführung am 20. Januar irgendwie schaffen. Das wird eine wirklich sehr turbulente Zeit in Amerika. Bevor ich zurück nach Deutschland fliege, habe ich eine letzte Verabredung. Ich bin wieder im Süden der USA, Myrtle Beach in South Carolina. Hier rettete Joe Biden bei den Vorwahlen der Demokraten seine Kandidatur. Aber bei der Präsidentschaftswahl wird er in South Carolina wohl kaum gewinnen. Wofür steht wohl diese US-Wahl 2020? Ist es das letzte Aufbäumen des weißen Amerikas? Ich treffe meinen Schwiegervater Paul und seine Frau Sue wieder. Die beiden haben in Myrtle Beach eine Ferienwohnung und verbringen hier ihre Flitterwochen. Wie ich dir bei der Hochzeit schon gesagt habe, vergiss nicht, glückliche Frau, glückliches Leben. Das hat er schon gelernt. Das werde ich noch oft zu hören bekommen. Ich lebe damit ziemlich gut. Es funktioniert. Ich werde dich dran erinnern. Zitat Ingo. So wie jede gute Ehe basiert eine Gesellschaft auf Kompromissen. Doch mir scheint, die USA leiden an einer Kompromisslosigkeit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wie kann man dieses tief gespaltene Land wohl wieder zusammenbringen? I'm not sure. Wenn ich das wüsste. Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Keine Ahnung. Wir sind an einem Punkt, an dem wir jemanden brauchen, der das Land vereint. Warum wählst du dann? Trump ist es jedenfalls nicht. Und trotzdem willst du ihn wählen? Ich werde ihn wählen. Mit schlechtem Gewissen? Ich halte mir die Nase zu und wähle ihn. Da wird er nicht der Einzige sein. Ob das wieder reichen wird für Donald Trump? Aber selbst wenn Joe Biden gewinnt, mir ist auf meiner Reise eins wieder deutlich geworden. Trump hat die Spaltung des Landes vertieft, aber er ist auch ein Symptom. Die Gräben, die durch die USA und durch meine Familie gehen, gab es schon vor ihm. Und egal, wer die Wahl für sich entscheidet, sie werden weiter existieren. Doch wie heißt es? Die Amerikaner werden schon das Richtige tun, nachdem sie alles andere ausprobiert haben.